Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und wie versprochen geht es heute um The Human Centipede 2. Nachdem die Review zu Teil 1 wirklich sehr gut wieder bei euch ankam und viele halt auch wirklich da meiner Meinung waren, dass dieser Film wirklich einfach nur brillant ist, kommen wir dann natürlich heute zum zweiten Teil und dieser ist wirklich einfach nochmal deutlich kontroverser. Denn in The Human Centipede 2 geht es um den Parkhauswärter Martin. Dieser ist ein kleiner, zurückgebliebener Mann, der wirklich sehr viele familiäre Probleme hat und diese dann halt wirklich auch verarbeiten muss. Ja, verarbeiten tut er das Ganze, indem er halt wirklich oft seinen Lieblingsfilm The Human Centipede 1 guckt. Ja, nämlich in The Human Centipede 2 ist The Human Centipede 1 auch nur ein Film. Und das ist halt nun mal Martins Lieblingsfilm und er möchte seine eigene Vision selbst verwirklichen. Er möchte es einfach selbst erschaffen, genau das, was ein Dr. Heiter in The Human Centipede 1 geschaffen hat. Er möchte einen menschlichen Tausendfüßler selbst hervorbringen, nur diesmal soll es viel größer werden, als es selbst im ersten Teil war. Und das ist so die Grundstory von The Human Centipede 2. Da würde ich sagen, kommen wir als allererstes auch mal wieder, wie immer, auf das Positive zu sprechen, dann auf das Negative und später auch noch auf die Punktevergabe. Ja, positiv. Da möchte ich als allererstes mal wirklich die absolut extrem dreckige und eklige Atmosphäre mal wieder ansprechen. Das gleiche hatten wir in The Human Centipede 1 schon. Da war es aber meiner Meinung nach so atmosphärisch noch mal ein bisschen erdrückender als im zweiten Teil. Aber im zweiten Teil merkst du einfach wieder, boah, das ist ein absolut ekliger Film. Also wirklich, die Kulissen, die wir da haben, dieses eklige Parkhaus, wo Martin halt wirklich ja, seinen Traum verwirklichen möchte und die ganzen Menschen, die dann im Parkhaus parken, die möchte er dann natürlich halt auch umbringen, beziehungsweise in diesen Human Centipede, in diesen menschlichen Tausendfüßler selbst reintun. Das heißt, ne, Mund zu Anus zu einem riesigen Tausendfüßler. Ja, das ist Martins Vision und da bietet sich das Parkhaus natürlich an, weil er ist der Wärter, er sieht immer auf den Kameras, wo sind gerade Menschen, welche Menschen kann ich da mitnehmen, direkt töten oder halt auch in den Tausendfüßler reintun. Ja, das ist so die Sache. Und da ist halt wirklich die Atmosphäre wirklich extrem heftig, wie ich finde. Es ist wirklich alles sehr eklig. Und das ist halt ja, die Sache bei Human Centipede 2. Da haben wir dann aber auch noch dieses Ding, dass The Human Centipede 2 zwei Versionen hat. Wir haben einmal die Schwarz-Weiß-Fassung und wir haben einmal die Farbfassung. Tom Six, der Regisseur, wollte damals eigentlich die Farbfassung ganz normal auf den Markt bringen. Das Problem war, The Human Centipede 2 war so ein brutaler und so ein heftiger Film, dass dieser Film in jeglichen Ländern in der Farbfassung verboten wurde, auch in England. Und daraufhin hat Tom Six gesagt, los, wir müssen diesen Film nochmal neu produzieren bzw. nochmal neu abändern. Und dann hat man diesen Film in Schwarz-Weiß veröffentlicht. Das eine gute Ding ist bei der Schwarz-Weiß-Fassung, die Atmosphäre ist nochmal düsterer. Es kommt wirklich alles nochmal dunkler und düsterer rüber, was diesem Film natürlich auch einen wirklich sehr ja, atmosphärischen Touch verleiht. In der Farbfassung haben wir dann natürlich das Ding, dass diese ganze Gewalt nochmal deutlich härter wirkt. Also Gewalt in Schwarz-Weiß ist einfach nicht so hart wie Gewalt in Farbe, wo wir dann halt einfach sehen, wie die Farben vom Blut sind, die Farben von den Exkrementen und was weiß ich. Ne? Das ist halt das Gute bei dem Film. Wir haben da wirklich zwei Fassungen, zwischen denen wir entscheiden können. Das heißt, wir haben dann einmal wirklich diese Schwarz-Weiß-Fassung, die atmosphärischer ist, und einmal die Farbfassung, die dann wirklich einfach nur, was die Gewaltdarstellung und sowas angeht, einfach nochmal deutlich brutaler und deutlich härter wirkt. Dann haben wir natürlich, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, diese wirklich explizite Gewaltdarstellung. Also der Film ist gnadenlos brutal. Also da sage ich jetzt auch einfach mal eine kleine Warnung. Ich weiß, die meisten Leute, die auf meinem Kanal hier zuschauen, das sind schon wirklich eher Zuschauer, die kennen die härteren Filme. Aber bei The Human Centipede 2 muss ich da wirklich mal eine kleine Warnung aussprechen. Dieser Film, den solltet ihr wirklich erst nach dem ersten Teil gucken. Wenn euch der erste Teil schon zu viel war, dann braucht ihr mit dem zweiten gar nicht anfangen. Der zweite Teil, der zeigt alles, was man sich im ersten Teil ausdenkt. Also man glaubt ja im ersten Teil so, oh, irgendwann, keine Ahnung, sehen wir da Kacke aus dem Mund fließen oder sowas oder was weiß ich, oder noch mehr blutige Szenen. Ja, alles, was der erste Teil, sage ich mal, dann nicht zeigt, wird im zweiten Teil geschehen. Und ich kann euch sagen, es wird nicht nur das geschehen, was ihr euch vorstellt, sondern es wird noch weitaus schlimmer, als ihr es euch jemals vorstellen konntet. Also The Human Centipede 2 ist wirklich einer der heftigsten und härtesten Filme, die ich auch selbst je in meinem Leben gesehen habe. Und
Ja, da deshalb auch eine dicke, fette Warnung vor. Auch dadurch, dass der Film so ein langsames Schnitttempo hat. Der Film ist wirklich so langsam geschnitten. Das ist jetzt nicht wie ein Actionfilm, sag ich mal, wo ich sehe, Szene nach Szene geht und sowas. Nein, der Film zeigt in ganz langsamen Kameraeinstellungen und sowas, wie die Menschen wirklich alles explizit machen. Und es wird draufgehalten. Es wird auf alles draufgehalten. Also die Gewaltdarstellung ist für jeden Gore-Fan wirklich, kann man schon sagen, ich sage es einfach mal so, ein Genuss, sage ich mal, für jeden Gore-Fan, der wirklich Bock auf so richtig harte Kost hat. Und das macht The Human Centipede 2 halt einfach richtig gut, wie ich finde. Dadurch, dass dieser Film wirklich so unglaublich brutal ist und Tom Six damals tatsächlich nach dem ersten Teil sogar angekündigt hat, der zweite Teil wird diesmal richtig brutal, weil wirklich viele Fans des ersten Films so ein bisschen auch enttäuscht waren, dass der Film, also Teil 1, nicht wirklich so viel gezeigt hat, hat Tom Six gesagt, in Teil 2 werdet ihr was sehen. Ja, und da hat er auch wirklich sein Versprechen nicht gebrochen. Also Teil 2 war wirklich so dermaßen brutal, wurde in so vielen Ländern indiziert, wo ich da einfach nur sagen kann, der Film hat sich was getraut. Tom Six hat sich mit diesem Film einfach was getraut. Weil so eine explizite Gewaltdarstellung habe ich bis dato fast noch nie gesehen. Und ja, es ist auch ein Grund, warum ich diesen Film mitgenommen habe in fünf Filme, die brutaler sind als der Serbien-Film, weil der Serbien-Film ist dagegen, ja, ein Kinderfilm, kann ich sagen. Also der Serbien-Film ist da wirklich, ja, wenn The Human Centipede 2 ein FSK 18-Film wäre, dann wäre der Serbien-Film maximal ein FSK 6 oder FSK 12-Film. Also so müsst ihr euch das vorstellen. So viel härter ist ein The Human Centipede 2. Dann haben wir natürlich auch noch, wie ich gerade schon angesprochen hatte, abgesehen von dieser extrem heftigen Gewalt, haben wir natürlich auch noch die Schnitttechnik, die ganz, ganz, ganz langsam ist. Und wir haben einfach in diesem Film wirklich sehr, sehr gute Prothesen, beziehungsweise auch sehr viel guten Gore. Das heißt, es sieht alles nicht unecht aus. Es gibt natürlich ein paar Szenen, sage ich mal, da wird ein Fake-Penis benutzt, den der Martin benutzt in diesem Film. Klar, das sieht man schon ein bisschen, das ist jetzt nicht sein echter, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Ich brauchte da jetzt nicht seinen echten sehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, sonst alles Mögliche an Gore, ob da Zähne rausgeschlagen werden, ob da ein neugeborenes Baby zertreten wird. Ob da eine Frau mit einem Stacheldraht vergewaltigt wird. Ja, alles so Sachen, die seht ihr dort in absolut heftigen Bildern und es wird einfach nicht besser. Je länger der Film geht, desto härter wird es und das muss man einfach erstmal schaffen. Tom Six hat da einfach keine Ruhe gelassen. Es fängt einmal an und es hört nicht mehr auf bis zum Ende. Also, wenn das Ende ist, wenn die Credits kommen, ja, dann hat man es geschafft, aber vorher. Es geht von Szene zu Szene immer weiter und das alles dann auch noch in einer Story, die sogar glaubwürdig ist, sage ich mal, so ein bisschen glaubwürdig, sage ich mal, ja, erscheint. Das musst du erstmal schaffen. Also der Film ist wirklich intensiv, gerade die letzten Dreiviertelstunde, beziehungsweise das ist ja dann die zweite Hälfte des Films, die ist wirklich intensiv wie sonst was und muss ich da ganz klar sagen, das ist absolut krank, was da passiert. Dann haben wir natürlich aber auch die Location, wo das passiert. Wir haben da eine Fabrikhalle, wo es dann auch in der zweiten Hälfte des Films gar nicht mehr rausgeht. Das heißt, man hat wirklich bis auf die letzten Sekunden des Films, hat man eigentlich die zweite Hälfte des Films nur noch in dieser Fabrikhalle, wo dann diese Folterung bzw. ja, diese Vision von Martin veröffentlicht wird bzw. hervorgebracht wird, was er da machen möchte. Und es hört, wie ich schon sagte, einfach nicht mehr auf und es bleibt in dieser Fabrikhalle. Und diese Location ist richtig gut gewählt, wie ich finde, weil es wirkt halt einfach immer deutlich dreckig. Also es wirkt deutlich dreckiger als so, sage ich mal, im ersten Teil in dieser Villa, wo ein Dr. Heiter gewohnt hat. Demnach, also es ist wirklich eine sehr gut gewählte Location und das waren aber auch, wie ich finde, sage ich mal, jetzt erstmal die ja, meisten positiven Aspekte des Films und mehr sind mir da, glaube ich, auch nicht eingefallen. Deshalb kommen wir da auch erstmal schnell zu den negativen Aspekten. Ja, und negativ ist mir gleich aufgefallen, dass der Film direkt im Gegensatz zum ersten Teil, egal ob in Schwarz-Weiß oder in Farbe, wirklich einen qualitativ deutlichen Rückschritt zum ersten Teil macht. Der erste Teil, klar, der ist auch eine, sagen wir mal, B-Movie-Produktion, vielleicht auch eine C-Movie-Produktion, auf jeden Fall mit relativ wenig Geld,
produziert. Und beim zweiten Teil merkt man einfach so, eigentlich müsste das Geld doch jetzt da sein. Dadurch, dass der erste Teil ja doch ein relativer Erfolg war, müsste dann doch beim zweiten Teil eigentlich alles hochgedreht werden und es müsste eigentlich alles qualitativer wirken. Das tut es aber nicht. Der Film wirkt billig. Gerade finde ich am Anfang des Films, da muss man sich dann erstmal mit damit befassen, wie dieser Film überhaupt wirkt. Das heißt, wenn ihr dann von so, sage ich mal, einem riesigen Action-Blockbuster oder Fantasy-Blockbuster wie jetzt ein Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas, dann auf einmal in Human Centipede 2 kommt, da kriegt ihr wahrscheinlich das Kotzen. Aber wenn man dann, sage ich mal, vom ersten Human Centipede zum zweiten Human Centipede geht, da merkt man aber auch selbst da schon, dass es ein qualitativer Rückschritt ist. Und das ist halt wirklich meiner Meinung nach ein bisschen schade, weil es wäre halt einfach mehr drin gewesen. Es wäre mehr drin gewesen, da eine gute Story aufzubauen. Da wäre es mehr drin gewesen, generell diesen ganzen Look deutlich besser wirken zu lassen. Haben sie leider nicht gemacht und das ist meiner Meinung nach schade. Ja, und wie schon eben auch Lawrence R. Harvey als Martin, sag ich mal, gelobt hat. Der hat seine Rolle schon ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. Haben wir da ganz viele andere Schauspieler, gerade die Mutter oder gerade den Nachbar, den ein Martin da hat, die sind schauspielerisch einfach unter aller Sau. Das ist schlechtes Schauspiel wie sonst was. Dann ist auch noch die deutsche Synchronisation natürlich nicht optimal. Aber ich habe es mir dann auch mal im O-Ton angehört und im O-Ton hört sich das Ganze auch nicht besser an. Also es ist wirklich sehr schade. Qualitativ auf Schauspieler oder auf gute Schauspieler wurde da gar nicht gesetzt. Das war im ersten Teil ganz anders. Da haben wir einen brillanten Dieter Laser, der das Ganze eigentlich so gecarried hat, sage ich mal. Aber sowas hast du im zweiten Teil einfach gar nicht mehr. Auch ein Lawrence R. Harvey ist natürlich bei weitem nicht so gut wie ein Dieter Laser. Und demnach muss man sich damit auf jeden Fall abfinden, dass dort in diesem Film überhaupt schauspielerisch gar nichts geboten wird. Also wirklich kaum was. Bis auf Lawrence R. Harvey als Martin ist da wirklich eigentlich alles Kernmüll, kann ich so sagen. Und das würde jede RTL-Nachmittagsproduktion wahrscheinlich besser hinkriegen, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir, wie ich jetzt eben schon angesprochen hatte, die zweite Hälfte ist unglaublich intensiv. Ja, die erste Hälfte dafür umso weniger. Die erste Hälfte des Films nervt so ein bisschen. Die ist wirklich zu lang. Wir sehen immer mal wieder, wie Marty seine Opfer, sag ich mal, in diese Fabrikhalle bringt und dann sieht man das Gleiche irgendwie 10 Minuten später wieder und dann irgendwann 10 Minuten später wieder. Dazwischen kommen dann noch irgendwelche Konflikte mit seiner Mutter und das Ganze halt, wie gesagt, nicht gut geschauspielert und irgendwann nervt's. Ja, ich find's wenigstens schön, dass da in der zweiten Hälfte ordentlich, sag ich mal, das Rad drauf gedreht wurde, weil dann geht's auf einmal ab. Aber die erste Hälfte des Films ist eigentlich schon wirklich sauschlecht, muss man da ganz klar sagen. Dafür bietet halt die zweite Hälfte für Gore-Fans dann natürlich umso mehr. Und im Gesamten muss ich dann halt auch einfach sagen, dieser Film, den guckst du dir an, wenn du Bock hast, einfach mal übertriebene Gewalt zu sehen. Das heißt, wenn du Bock auf solche Filme hast, so richtig auf heftige Gore-Filme, dann bist du bei The Human Centipede 2 genau richtig. Wenn du aber die Story schon kennst, dann kann ich euch eigentlich auch sagen, spult einfach mal eine Dreiviertelstunde vor und guckt euch einfach mal nur die zweite Hälfte des Films an, weil da habt ihr einfach alles, was ihr braucht, weil die erste Hälfte des Films, wie ich schon sagte, überhaupt gar nichts bietet. Wie ich schon sagte, die nervt so ein bisschen und bis halt auf den Gore und bis auf die gut gemachte Gewalt und dieses komplett Krankhafte, was in diesem Film passiert, kann man diesem Film eigentlich auch nichts abgewinnen. Also eigentlich tendenziell ist das kein guter Film. Aber ein wirklich schlechter Film eigentlich mit extrem guter Gewalt und extrem gutem Gore, der halt auch wirklich extrem heftig aussieht. So kann man diesen Film am besten beschreiben, würde ich sagen. Und wo wir dann jetzt auch dabei sind, würde ich dann auch dem Film ganz gerne direkt mal eine Punktewertung geben, weil wir sind jetzt ja eigentlich auch schon wieder am Ende. Ich habe, glaube ich, genug erzählt über diesen Film. Dadurch, wie ich schon sagte, dass der Film eigentlich nicht gut ist, aber halt einfach aufgrund der Gewalt und aufgrund des guten Gores, den du da halt wirklich hast, bietet der Film ja eigentlich sonst nichts. Aber andererseits schauen wir uns doch The Human Centipede 2 auch nur wegen so einer Gewalt an, oder? Liege ich da falsch? Also ich glaube nicht, dass den Film irgendjemand gucken würde, weil, oh, der Film ist so brillant, das ist ein so gutes Schauspiel, so eine tolle Geschichte. Nein, das wird keiner machen, weil das bietet der Film nun mal nicht. Aber was der Film halt bietet, ist halt diese heftige Gewalt und deshalb schaut man diesen Film ja auch an. Demnach möchte ich diesen Film dann halt auch im Splatter-Horror-Genre
dann ganz gerne, ja, mittelmäßige 5,5 von 10 Punkte geben, was völlig okay ist für den Film, weil ich glaube, Tom Six weiß selbst als Regisseur, der Film ist eigentlich nicht gut, aber das, was er da in der zweiten Hälfte vollbracht hat mit dieser extremen Gewalt, das ist ja schon von einer anderen Welt, muss man da ganz klar sagen. Das ist schon so heftig, dass es schon wieder gut ist, ne? Und ja, da bin ich bei meinem Ende der Review. Und dann würde ich mal gerne eure Meinung zu diesem Film wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.